Bobbig. So, guten Morgen nochmal von mir. Hier geht es jetzt in der ersten Runde los mit Johannes Dienst von der Debian System. System ist wirklich. Ja. Ich weiß auch nicht genau, wie es ausgesprochen wird. System, I don't know. Genau, er wird uns was erzählen zu effizient arbeiten mit Architecture Decision Records. Ich glaube, A42? Nein, A42 kommt auch, ja. Ja, hallo, auch von mir. Danke für die Vorstellung. Wer ist denn heute mit der Bahn angereist? Gestern. Ja, ich bin auch gestern angereist, so eine Stunde früher, weil da war eine Sturmwarnung. Das ist immer so ein Problem, so unter 0 Grad und irgendwie Sturm. Ist schlecht. Hat aber bei mir gut geklappt. Ich habe den Talk ein paar Mal geübt und ich hoffe, dass wir ohne Verspätung rauskommen. Wer den David Kreisel gesehen hat auf dem CCC, der hat ja gemeint, alles ist auch von der Statistik her alles unter 6 Minuten, ist ja bei uns keine Verspätung, ist ja noch im Plan. Das heißt, wenn man ein bisschen überzieht, ist das auch noch okay. Der Talk ist entstanden aus meinen Erfahrungen in den letzten 1,5 Jahren mit Architecture Decision Records in einem Team, was wir versuchen jetzt im Konzern DevOps zu machen. Und da gibt es irgendwie das Problem, ich muss dokumentieren, warum ich was gemacht habe. Oder warum etwas so ist, vor allem auf Architekturebene. Und da habe ich eine lustige Geschichte mitgebracht, die ist genau so, die Architektur ist genau so. Ich war vorher im Serviceportal in einem Team und das stammt aus der SOA-Ära, Enterprise Service Bus, 40 Services auf diesem Enterprise Service Bus drauf. Und die Architekturwand, wie man sie so schön nennt, das waren 3 DIN A3 Blätter und da waren die ganzen Services aufgebaut. Und in diesem Serviceportal konnten wir unter anderem Dienstleistungen bestellen und bestimmte Rechner, die von uns gemanagt werden, von der System für den Konzern. Und in diesen Rechnern war so eine Ampel drin, das kennen wir von Shop-Systemen, da war auch ein Shop dabei. Und diese Ampel ist halt rot, gelb oder grün, je nachdem wie der Bestellstatus ist. Und man geht jetzt davon aus, okay, da gibt es einen Service, der holt es aus einer Datenbank raus und zeigt mir das an. Und irgendwann gucke ich auf diese Architekturwand drauf und denke mir, hey, da gibt es einen extra Service für diesen Ampelstatus. Was ist denn das? Ich habe ein bisschen reingeguckt in die Dokumentation, es gab zum Glück Dokumentation, habe dann festgestellt, es ist ein Enterprise Pattern zur Integration, nämlich wir haben da eine Excel-Tabelle angebunden. Den muss ich auch erstmal. Was ist denn das jetzt? Zum Glück war der Architekt noch da, der das Ding mitgebaut hat und habe gesagt, was ist denn das? Hat er gemeint, ja, das ist so, der Mensch, der diesen Ampelstatus pflegt, also da gibt es jemanden, der eine Excel-Liste mit diesem Ampelstatus pflegt, der hat keinen Bock gehabt auf eine Web-App, deswegen haben wir das mit einer Excel gemacht. Also mir ging es auch so, ah, okay, jetzt verstehe ich es. Und macht Sinn, funktioniert auch, wir hatten nie Probleme mit diesem Ampelstatus, also dieser Mensch war hocheffizient und korrekt, also alles cool. Aber genau die Entscheidungen sind es, wo man sich denkt, was ist denn das und kann ich das dann ändern oder muss ich so lassen? Also es wird irgendeinen Grund haben, diese Entscheidung zu treffen. Es ist gut, wenn das niedergeschrieben ist und nicht im Kopf von irgendeinem Architekten ist, der dann höchstwahrscheinlich auch wieder das Projekt irgendwann verlässt. So, was mache ich bei der System? Ich habe gleich 2 Neuerungen, die es eigentlich so im Konzern wenig gibt. Normalerweise ist bei uns alles über Projekte getrieben. Das heißt, es gibt einen großen Kunden und der will irgendeine Software haben. Wir bauen die Software und dann ist alles gut. Ja. Was wir machen, ist was ziemlich Neues. Wir stellen uns um auf Service-Dienstleistungen. Das heißt, wir haben ein stehendes Team, das einen Service entwickelt. Das heißt, Produktentwicklung an der Stelle. Das ist das, was wir jetzt machen. Es gibt ganz wenige Teams, die das machen. Wir sind eins der wenigen, die das jetzt damit angefangen haben. Und weil das nicht genug ist, versuchen wir auch noch DevOps zu machen. Und jetzt kann man sich DevOps bei uns so vorstellen, wir haben eine Ordnung, Dev und Ops, auch noch räumlich getrennt, Frankfurt und Erfurt. Und jetzt sagen wir zerstören diese Ordnung und bauen sie neu auf. Weil wir sind durch dieses wasserfallartige Vorgehen und dass man eben nicht reingucken kann, was im Betrieb passiert, sind wir einfach langsam. Und wenn man Produktentwicklung macht, ist das Wichtigste, schnell zu iterieren. Also immer wieder gucken, was braucht der Kunde und so weiter. Und das funktioniert in diesem Modell eher schlecht. Deswegen machen wir DevOps. Von der Definition her auch ziemlich cool, wie wir das machen. Es ist wirklich so, es gibt kein DevOps-Team, das den Betrieb macht. Das nennt sich ja DevOps-Lite. Das ist super für die Manager, weil die sagen, wir machen DevOps, aber es gibt immer noch Dev und Ops. Wir machen wirklich die komplette Wertschöpfungskette. Wirklich alles. Wir sprechen als Team mit den Kunden und
wir bringen das in Produktion und wir betreiben das dann auch. Das ist das, was wir machen. Dann hat mein PO gemeint, okay, Product Owner. Also wir haben einen Product Owner, einen Agility Master, das hat was mit Führungsaufgaben zu tun, eigentlich ist es Scrum Master mit Führungsaufgaben noch ein bisschen dazu und dann ein Team dazu. Und unser Product Owner hat dann gemeint, du musst jetzt die zwei Sachen, die ersten Punkte draufschreiben, ich muss jetzt vorlesen, wir haben nicht das Problem, wir bauen den DB Content Hub und wir haben Content an drei verschiedenen Stellen, den gleichen Content, und wir können den nicht in andere Systeme reinfuttern. Schön wäre es, wenn wir einen Single Source of Truth hätten für Content, um dann Omnichannel-Ausspielung zu machen. Ich habe mir schon überlegt, ob ich nicht KI-gestützte Omnichannel-Ausspielung dazu nehme. Das hört sich dann noch mehr fancy an. Ja, das ist das, was wir machen. Also ein Punkt, um Content zu sammeln und den dann über eine API rausspielen. Also wir haben ein CMS dahinter. Content ist immer so, CMS eine Sache. Und wir spielen das über eine API aus und wir versuchen auch, das über eine API reinzuziehen oder reinzupushen, den Content in unser System. Das ist das, was wir machen. Und da es Produktentwicklung ist und da es DevOps ist und da wir gucken müssen, dass wir Kunden kriegen, haben wir sehr viele Entscheidungen zu treffen. Deswegen auch Architecture Decision Records. Wir treffen viele Entscheidungen. Zum Beispiel machen wir Integrationsprojekte, weil so ein Content-Hub, den wir bauen, der ist ja natürlich nicht für sich. Also man hat nicht nur Content, schmeißt den rein und spielt ihn irgendwo raus, sondern ganz oft ist es so, man hat dann noch ein anderes System angeschlossen, wo man dann irgendwie den Content noch pflegen will. Also, das ist eine Wertschöpfungskette. Wir sind da irgendwo mittendrin und müssen dann integrieren in verschiedenen Systeme. Und da stellt sich dann immer wieder die Frage, was ist denn jetzt eigentlich für unser Produkt wichtig? Was können wir generisch in unser Produkt einbauen? Und was ist jetzt Integrationsprojekt? Das ist zum Beispiel eine Entscheidung, die wir gerne mal festhalten sollten, weil es dann Sachen wie, operiere ich denn das Ganze oder wie steuere ich denn das Ganze? Und ihr kennt es bestimmt auch, ihr kriegt einen neuen Kollegen rein, oder ein Kollege ist schon länger da, aber der war bei einer Entscheidung nicht dabei. In dem Fall ist die Geschichte, die ich jetzt mal zeige, die ist wirklich so passiert. Wir haben viermal jeden Monat über ein bestimmtes Ding diskutiert, nämlich darum, dass die Kaufsoftware, die wir haben bei CMS, wer schon mal CMS gearbeitet hat, weiß, so eine Kaufsoftware bei CMS, die sind alle irgendwie manchmal noch vor 2000 entstanden. Das heißt, in dem Fall ist es eine monolithische Java-Anwendung. Die haben irgendwelche, ja, die sind halt irgendwie so ein bisschen krumm. Ja, so Cloud, nicht Cloud-ready und so weiter. Wenn man das aber mal evaluiert, wir haben unbedingt eine API gebraucht, dann gibt es noch ein paar Anbieter, die das wirklich gut machen. Und die haben alle irgendwelche Vor- und Nachteile. Damals wurde es evaluiert, was nehmen wir? Wurde sich für irgendwas entschieden? Es wurde aber nicht aufgeschrieben, warum? Und jetzt kam der Kollege, der war sehr unzufrieden mit der Entscheidung, weil er dachte, was anderes ist besser. Und der hat dann immer wieder die Diskussion angefangen. Und jedes Mal hat irgendeiner ausgraben müssen, warum er jetzt genau dieses CMS gebraucht hat. Es hat jedes Mal eine Stunde Zeit gekostet. Und so eine Stunde Zeit von 5 Leuten ist fast ein ganzer Arbeitstag. Wenn man das 4-mal macht, also 4 Monate lang, dann ist das doch auch relativ teuer. Mal abgesehen vom Geld, ist es auch ziemlich nervig, weil man sich denkt, oh, jetzt fängt der schon wieder an. Muss denn das sein? Also das kennt ihr bestimmt auch. Geht auch andersrum. Teilweise kommt es von extern. Also ich habe auch von einem Team jetzt gehört, das sich mal informiert hat bei mir, wie macht ihr das? Ich kriege immer wieder Anfragen von außen. Warum habt ihr das genau so gebaut? Also da kann man auch gute Analogie finden. Ja, ich würde ja nicht zum Autohändler hingehen und sagen, ja, aber den da, der jetzt die Reifen da wechselt, da hätte ich gerne den anderen. Oder wie du das machst, ist irgendwie doof. Ja, geht mir nicht hin, sondern man sagt hier, Auto warten und der macht das irgendwie und man kriegt einen Preis. In der Softwareentwicklung ist es oft so, dass von außen die Frage kommt, warum macht ihr das so, warum nehmt ihr nicht die Plattform und so weiter. Weil das wäre doch billiger. Ja, also eigentlich ist das ja unsere Sache, wie wir das machen. Da hilft es auch, Entscheidungen aufzuschreiben, warum er etwas gemacht hat, um diese Diskussionen leicht steuern zu können. So, jetzt habe ich viel über Entscheidungen, Entwurfsentscheidungen, Architekturentscheidungen erzählt. Ja, was ist denn eigentlich eine Entwurfsentscheidung? Da gibt es verschiedene Ansichten. Ich habe so drei identifiziert. Ich definiere die jetzt auch mal für diesen Vortrag hier. Was ist eine Entwurfsentscheidung? Dann gehen wir mal auf die unterste Ebene. Ihr implementiert einen kleinen Teil eines Moduls und seid auf der Code-Ebene. Das ist ein ganz billiges Beispiel. Ihr habt die Aufgabe, irgendwas zu sortieren und könnt euch aussuchen, was nehmt ihr denn für einen Algorithmus dafür. Bei den billigsten hergenommen, Bubble Sort und Merge Sort. Ja, vielleicht mache ich Bubble Sort, weil es einfach ist. Vielleicht nehme ich Merge Sort, weil es irgendwie effizient sein muss. Je nachdem, wie ich mich entscheide, wäre es doch cool zu wissen,
warum ich mich so entschieden habe, weil der nächste Entwickler kommt und denkt sich, was hat denn der da gemacht? Was hat denn Johannes da wieder zusammengeprogrammiert? Das geht auch anders viel besser. Wäre cool, wenn ich das aufschreiben könnte. Und da gibt es ein Template. Das ist im Buch Java by Comparison drin. Nicht abschrecken lassen von Java. Und das hat der Simon Harrer geschrieben. Und da schreibt man relativ strukturiert im Code rein, warum das so implementiert ist. Damit der nächste Entwickler, der vielleicht drüber stolpern könnte, eben nicht drüber stolpert und weiß, warum das gemacht wird. Gehen wir mal ganz hoch auf die Solution-Ebene, die ich die gerne nehme. Wir haben System A und wir haben System B. Wirklich passiert in meinem vorherigen Team. Das System A kann, wenn da irgendwie ein Problem besteht, eine Queue aufbauen und schickt dem System B, das ist ein Legacy-System, 1000 Nachrichten gleichzeitig. Das Legacy-System kann aber bei 1000 Nachrichten, das kann es nicht verarbeiten, ist dann einfach gestorben. Ja, hat man die Probleme mit, ich habe hier Nachrichten verloren, muss das wieder irgendwie neu starten und so weiter, ich habe Verzögerungen. Ganz schlimm war es dann, weil es Bestellungen waren, da waren dann Bestellungen vom Kunden weg, die Kunden haben aber die Bestätigung gekriegt, okay, es wurde bestellt, dann haben die nach 2 Wochen angerufen, ja, wo ist mein Zeug? Ganz gefährlich. An der Stelle ist es natürlich gut aufzuschreiben, ja, vielleicht brauche ich da irgendeine Technik, um das zu mitigieren, dieses Problem. Ein Circuit Breaker wäre da vielleicht eine Idee zu gucken, okay, jetzt wird es langsam an mein System, ich höre mal auf, da was hinzuschicken, gehen wir raus. Oder wir haben das so gelöst, wir waren noch mit VPN gemacht, random, also eine random Anzahl von Nachrichten hinschicken, die halt unter 500 ist, damit hat sich das Problem auch erledigt. Ja, da sind wir aber dann schon, wenn man über die technische Lösung sprechen, sind wir schon auf der Applikationsebene. Wo es dann eben heißt, habe ich einen Circuit Breaker? Ja, was nehme ich denn dafür ein? Es gibt ja 100.000 verschiedene Frameworks für Circuit Breaker. Ich kann den auch schön selber schreiben, wenn ich will. Ich habe jetzt extra eine hingenommen, wo man schon einen Nachteil sieht. Soviel ich weiß, ist Hystrix deprecated. Ja, man kann es betrachten, man kann es auch verwenden, aber da sollte man als Nachteil vielleicht auch schreiben, okay, ich habe hier die alternative Hystrix, die ist aber deprecated. Wir reden, also ich rede heute über diese beiden Ebenen. Applikations- und Solution-Ebene. Die Code-Ebene blenden wir mal aus, weil das wäre für mich schon zu fein, hat nichts, meistens nichts mit Architektur zu tun. So, kurzer Schwenk. Wer kennt ACK 42? Hat doch einige. Sehr schön, das ist das Template, also das deutschsprachige Template, um technische Architektur zu dokumentieren. Strukturiert. Hat den Vorteil, wenn man dieses Template verwendet, das ist immer gleich aufgebaut, das heißt, wenn man ein neues Projekt kommt, findet man sich relativ schnell zurecht. Guck mal ein bisschen rein, es ist nicht ganz so wichtig, was da rechts und links ist. Das hat 12 Kapitel in der Version, die ich da jetzt rausgesucht habe. Muss man auch nicht ausfüllen, ist leicht gewichtig. Ich würde sagen, 1, 2 und 3 ist cool, Einführung und Ziele, man sollte wissen, was man eigentlich tut. Die Randbedingungen, die ich habe und die Kontextabgrenzung, also in welchem Kontext bewegt sich mein System, das ist schon mal ganz wichtig. Wenn man dann noch weiter tiefer gehen will, kann man noch die Bausteinsicht nehmen. Aber wie gesagt, leichtgewichtig, nicht stur von oben nach unten ausfüllen. Zum Beispiel die Verteilungssicht ist, wenn ihr das System von Anfang an entwickelt habt, so wie wir das gemacht haben, ist eigentlich nicht notwendig, weil ihr wisst, wie das System aufgebaut ist, also wie das funktioniert. Und da gibt es das Kapitel 9, Entwurfsentscheidungen. Das sind jetzt genau die Architekturentscheidungen, die man dokumentiert, aufgrund der Qualitätsanforderungen. Also ich habe hier Qualitätsanforderungen und ich muss Entscheidungen treffen, damit diese Qualitätsanforderungen erfüllt sind. Und wir haben festgestellt, dass das so das Wichtigste ist, was wir eigentlich dokumentieren müssen in unserem Team. Also wir bewegen uns schnell. Wir haben jetzt auch schon dreimal die Plattform gewechselt an der Stelle. Also zuerst waren wir in der Managed Cloud, dann waren wir mal auf OpenShift. Jetzt sind wir in der AWS. Also so wie das halt geht im Konzern, eine offene AWS. Also das sollte man dokumentieren, warum man auf die verschiedenen Plattformen gegangen ist. Um zu gucken jetzt, AWS ist jetzt irgendwie doof, können wir nicht auf OpenShift gehen, dann gucken wir, was haben wir denn da für eine Entscheidungsgrundlage gehabt. Also das ist das, was wir am meisten dokumentieren. So, wir dokumentieren die mit einem Template, den Architecture Decision Records. Das haben wir jetzt nicht erfunden. Am Ende der Slides ist auch eine Sammlung von Architecture Decision Record Templates. Wir verwenden eine Abwandlung des Templates von Michael Nygaard. Wer Release It kennt, kennt auch den Michael Nygaard. Da gibt es einen super Blogpost, wo er das beschreibt. Und so eine Architecture Decision Record, das kann man sich echt so vorstellen, man nimmt das, schmeißt es irgendwo hin, als Datei Markdown oder ASCII-Doc oder ins Confluence. Und dann hat man diese Grundstrukturen, man kopiert es einfach weg und füllt es aus.
dadurch ist die Hürde, Architekturentscheidungen zu dokumentieren, schon mal relativ gering, weil so tendenziell Entwickler und so, die haben ja nicht so Bock zu dokumentieren, wenn sie nicht gerade so drauf sind wie ich. Je niedriger die Hürde, desto besser. Und das ist eine kleine Abwandlung von Michael Neigart. Ich gehe mal kurz auf die einzelnen Sachen ein. So eine ADR hat natürlich einen Titel. Wir nummerieren die durch. Das ist so eine Namenskonvention, später dazu noch ein bisschen mehr. Es hat eine Entscheidung, die ist im Präsens. Also wir implementieren, wir bauen das und so, wir verwenden das und so, vielleicht ein, zwei Sätze, was diese Entscheidung ist, sodass man gleich reingucken kann, was machen wir denn jetzt eigentlich. Dann hat es einen Status, zum Beispiel beschlossen, das ist meistens das, was bei uns passiert. Wir erkennen, müssen Entscheidungen treffen, treffen die dann auch relativ schnell, noch am selben Tag und können dann gleich beschlossen hinschauen. Jetzt im Fall von den Plattformen, die wir verwendet haben, kann man natürlich sagen, okay, wir haben jetzt hier eine Entscheidung getroffen für OpenShift und dann sagen wir, wir haben die widerrufen. Und dann kann man verlinken auf die andere Architekturentscheidung, die man natürlich neu getroffen hat, dass man die Plattform gewechselt hat. Kontexthintergrund, dazu später auch noch ein bisschen mehr und lustige Geschichten. Da kommt alles rein, was irgendwie auf diese Entscheidung einwirkt. Was das sein kann, sehen wir. Konsequenzen, ich diskutiere noch mit meinem Team. Also für mich sind die Konsequenzen schon in Alternativen drin. Aber da sind wir uns noch nicht so ganz einig. Also da steht drin, was passiert denn jetzt, wenn wir diese Entscheidung getroffen haben? Wir haben uns für irgendwie OpenShift entschieden. Was müssen wir denn jetzt machen? Ist das positiv? Ist das neutral? Ist das negativ? Alles da reinschreiben. Das Gleiche steht für mich auch bei den Alternativen. Also ich habe jetzt hier drei Plattformen, schreibe ich die drei Plattformen hin. Was haben die für Vor- und Nachteile? Kommt alles in die Alternativen. Also es überschneidet sich so ein bisschen. Hat wer aufgepasst, was ich erzählt habe? Ich will das warum aufschreiben. Vermisst das hier jemand? Bin da auch noch nicht sicher, brauchen wir noch ein Warum? Bin ich mir bis heute noch nicht sicher geworden. Ich habe gehofft, dass ich bis zum Talk schaffe, dass ich mir da eine Meinung, richtige Meinung darüber bilde. Wir machen es so, wir schreiben das, warum wir uns jetzt für irgendeine Alternative entschieden haben, doch eher in den Kontext. Also es folgt aus dem Kontext raus. Man kann auch überlegen, hier noch eine eigene Überschrift Warum zu nehmen. Machen wir aber im Team jetzt gerade nicht. Kann man sich überlegen. Das ist jetzt eine ADR, wirklich aus unserem Projekt mitgenommen. Gekürzt natürlich, die ist ein bisschen länger, nicht ganz so kurz. Eher so eine Seite lang, aber ich muss es ja auf die Folie aufpassen. Und wie man sieht, das ist eine der ersten Entscheidungen, die wir da getroffen haben. Nämlich die ADR 003. Und da sieht man schon, das ist durchnummeriert. Die ADR 4 hat dann wieder vielleicht irgendwas anderes. Und da geht es darum, Staging versus Cluster-Umgebung für unser CMS. Wer schon mal mit CMS oder mit Jobs gearbeitet hat, ist meistens so, man hat zwei Instanzen da stehen, eine Testumgebung, ich weiß nicht genau, wie der Begriff da ist, und dann hat man eine Produktionsumgebung und man macht erst die Änderungen auf die Testumgebung und pusht es dann rein in die Live-Umgebung. So kenne ich das. Und das Schöne bei unserem CMS ist, das hat noch ein paar Extras bei diesem Push-Publishing, wie wir es nennen. Ja, man kann da noch Permissions für User und User rüberschieben und Software-Updates. Das hört sich komisch an, ist auch genauso komisch, funktioniert auch, hat bloß ein großes Problem. Das geht nur, wenn man zwei Instanzen hat. Das geht nicht im Cluster-Budget. Und wenn man jetzt mal den Kontext anguckt, wir müssen Skalierbarkeit für das gesamte System herstellen und wir machen Produktentwicklung, wir haben potenziell viele Kunden und wir haben auch schon großen Kunden von uns, die eine Gesellschaft aus dem Bahnumfeld, die schießt dann automatisiert da wirklich tausende Requests rein. Also wenn ich nur eine Instanz da stehen habe, dann kann ich die irgendwie vertikal skalieren, aber das ist dann auch irgendwann zu Ende, ich muss das Ding irgendwie auch horizontal skalieren können. Das entsteht jetzt im Kontext drin. Also ist dieses Push-Publishing nicht geeignet für unser Problem. Aber es hat jemand gemacht, weil es, wenn es geht, wird es gemacht. Ne? So ganz einfach. Das heißt, die Konsequenz, die wir daraus gezogen haben, entschieden, wir machen jetzt ein Cluster, bauen zwei, eine Testumgebung, eine Live-Umgebung auf und dann sind die Konsequenzen, wir bauen das jetzt weg, dieses Push-Publishing, was deiner aufgebaut wird. Und hier sind meine Alternativen. Weil wenn ich bloß eine Alternative habe, also eine Alternative hat schon zwei Entscheidungen, aber wenn ich nur eine Entscheidungsmöglichkeit habe, dann gehört es eher in zwei von dem Arc 20 Template. Das heißt, kürzt, aber sehr sinnvoll. Also wenn der Nächste kommt und denkt sich, wow cool, wir könnten Push-Publishing nehmen, um Software-Updates zu machen, kann man sagen, hey guck mal, ADR3 ist eine doofe Idee. Diskussion zu Ende, sparen wir sich da.
gehen wir mal auf die Anatomie einer ADR ein. Kann man vielleicht Fragen stellen? Ja. Also mich wird noch nicht ja, ja. Ja. So die soziale Komponente würde mich noch interessieren. Verzeichnet ihr noch, wer alles bei der Entscheidung mitgewirkt hat und wie schließt ihr die Entscheidung? Kann man machen. Wir haben gesagt, wir verteilen die. Also wir verteilen die im Team, das muss jeder abnicken. Weil wir ein DevOps-Team sind und da ist es ganz wichtig, dass alle hinter der Entscheidung stehen. Deswegen sind die Beteiligten bei uns nicht dabei. Kann man aber dazu nehmen. Und die soziale Komponente, die kommt dann eher im Kontext. Also wenn mal einer krank ist, geht's trotzdem? Muss es ja gehen. Oder wenn ich jetzt hier auf einer Konferenz bin und meine Kollegen sind dann nur wegen mir blockiert, das will ich dann auch nicht. Muss man im Team ausmachen. Aber ihr habt nicht extra dabei geschrieben, dazu geschrieben, wer alles... Kann man aber machen. Das habe ich auch schon gesehen. Warum sind die ADS ja einfach Textdateien rumliegen ohne formelle Spezifikation, also nennen sich flexibel und anpassbar an die eigenen Bedürfnisse? Nö, ich interessiere nur die Erfahrung. Ja, da kommt noch ein bisschen was. Also, nicht beim Titel, der Titel ist relativ vorgegeben, ist immer ADR-XXX, wobei man X doch eine Zahl setzt, schön chronologisch. Kurze Nomenphrasen, hört sich jetzt total lustig an, zum Beispiel Secrets in OpenShift ablegen oder einfach nur Secrets in OpenShift. Hilft dann später, wenn man wirklich viele ADRs hat, die Dinge zu durchsuchen. Dann die Entscheidung, ja, habe ich schon ein bisschen gesagt, aktive Sprache, eine knappe Erklärung, warum wirklich nur knapp ein, zwei Sätze und wie implementieren. Wir benutzen immer das Wir, damit man eben halt sagen kann, nicht nur der Johannes hat entschieden, wir machen das jetzt so, sondern wirklich wir als Team machen das und wir verwenden jetzt hier die Plattform oder wir verwenden dieses Framework. Das ist ganz wichtig. So, Status, ja, beschlossen meistens bei uns, offen, im agilen Kontext, man weiß, ich muss hier irgendeine Entscheidung treffen, kann sie aber noch nicht treffen, kann man schon mal das Template rausziehen und hier reinwerfen, dann weiß man, hat man die wenigstens auf dem Schirm. Wenn man jetzt eine Entscheidung widerruft, schreibt man da Widerrufen rein und dann macht man auch den Link auf die nächste ADR, die diese ersetzt an der Stelle. Man kann aber auch sagen, ich nehme sie komplett zurück. Also man kann ersetzt oder widerrufen machen. Das kam bei uns bloß leider noch nicht so oft vor. Also widerrufen haben wir noch gar nichts, wir haben nur ersetzt. So, jetzt kommt der richtige Spaß, nämlich der Kontext. Da unten steht wirklich alles mit reinnehmen. Also wirklich alles. Also auch wenn Meetup-driven Design gemacht wird. Da war unser Lead-Architekt auf einem Meetup und da wurde Apache Kafka vorgestellt für Streaming. Ja, cooles Zeug, richtig cooles Zeug. Bei 15.000 Requests am Tag ist es vielleicht so ein bisschen wie wenn ich mit Kanonen auf Spatzen schieße. Ja, also da brauche ich keine verteilte Streaming-Plattform. Da reicht mir ein eigenes, vielleicht mir SNS von AWS, um das abzufrühstücken. 15.000 ist gar nichts. Das heißt, gerne auch reinschreiben, derjenige hat es so entschieden. Ja, der Kontext ist immer die Fakten. Da kann man alles reinschreiben, politisch, technologisch, strategisch, soziologisch. Hat jetzt nicht so wirklich mit einer Tool-Entscheidung zu tun, aber bei uns im Serviceportal damals gab es ein Tool, das nannte sich OBT, das war für die Migration von Windows 7 auf Windows 10. Ja, OBT, denkt man sich, ja, was könnte das heißen? Es war das Olaf-Walter-Tool. Dreimal dürft ihr raten, wie der Lead-Entwickler geheißen hat. Der hat sich da verewigt. Also das ist manchmal, der Kontext ist manchmal kurios. Ja. Aber das sollte man wissen, warum das Ding so heißt. Oder noch ein Beispiel aus dem Serviceportal, wirklich ein reales Beispiel. Wir hatten zwei Personen-Stammdaten-Services, die wir anbinden konnten. Also die standen zur Verfügung. Es hat sich aber herausgestellt, wenn man die beiden zusammenlegt, hätten wir alle Daten gehabt, aber wir konnten den eigentlich anbinden. Die Daten haben sie uns nicht gegeben. Ja, das sollte man vielleicht in den Kontext schreiben. Beim nächsten Mal denkt man sich vielleicht wieder, warum nehmen wir nicht den noch mit dazu? Ganz wichtig. Kann man das festhalten, warum das so ist? Kommen wir zu den Konsequenzen. Wie gesagt, wir klären die in positiv, negativ und neutral. Ganze Sätze, gerne auch Bullet Points, also je nachdem, was euch da ein bisschen passt. Alternativen, ganz wichtig. Wir haben mal, da wir eine API haben, wollten wir da Ende-zu-Ende-Tests machen auf diese API, dass die auch funktioniert, nachdem wir irgendwas Neues ausgerollt haben. Und es gibt da verschiedene Ansätze, wie man das macht. Also zum Beispiel Rest Assured, das ist ein bisschen so wie API-Testing mit JUnit oder eben, wir haben dann ein bisschen
bisschen weiter geguckt und haben Karate gefunden. Hatte auch das lustige Logo von so einem Kämpfer mit einem Anzug. Und das hat uns eigentlich besser gefallen, weil das wurde irgendwie behavior-driven gemacht. So ein bisschen wie mit der Gherkin-Sprache wirklich. Natürlich sprachlich die Tests schreiben dafür. Das hat uns besser gefallen. Haben das evaluiert, hat auch funktioniert. Und dann haben wir eben hingeschrieben, okay, wir hatten jetzt die zwei Alternativen und können sagen, wir nehmen jetzt unser Karate aus den Gründen. Wenn uns das mal nicht mehr gefällt, können wir gucken, wir haben das andere auch evaluiert, haben es gut befunden, aber aus Gründen nicht gemacht. Dann kann man da wieder darauf zurückgreifen. Also es hilft einem dann auch, wenn man was zurücknimmt, dass man weiß, was waren denn die Alternativen, was sind da die Vor- und Nachteile. So, jetzt entscheidet man schön und dokumentiert schön und dann hat man 1, 2, 3, 4, viele ADRs. Und da wird es dann langsam wichtig, die Titel schön zu machen. Ja, ich habe mal drei mitgebracht, zwei davon finde ich gut, kann man gut durchsuchen, kann man schön drüber schauen, weiß, was da drin steht. Das ist jetzt aus einem Beispiel von GitHub, Extend System B to implement Interactive Approval Processing. Gut, da weiß man, was los ist. Das Interactive Approval Processing liegt im System B. Oder jetzt ist das zweite ist von uns. Wir haben festgestellt, wir implementieren jetzt für unsere Kunden kundenspezifische Acceptance-Tests. War irgendwie eine blöde Idee, weil der Kunde kann sein Datenmodell ändern. Und jedes Mal, wenn der Kunde sein Datenmodell ändert, müssen wir unsere Tests ändern. Dann wäre vielleicht die ideale Sache, man macht Consumer-Driven Contracts. Das heißt, wir kriegen die Beispiele von unserem Kunden und der sagt, ja, die müssen funktionieren. Und er muss die Acceptance-Tests schreiben. Das haben wir festgehalten, irgendwann, wie wir es festgestellt haben, wir bauen die alle raus. Machen keine kundenspezifischen Acceptance-Tests. Das ist ganz wichtig, falls mal wieder jemand auf die Idee kommt, ich schreibe jetzt Acceptance-Tests für Kunden. Was mir nicht so gefällt, ist das dritte, Module Structured Loading, das ist so global galaktisch. Ich weiß nicht so genau, was steht denn da eigentlich drin. Könnte ein bisschen konkreter sein. So, jetzt sind 10, 20, 30, ADR ist auch immer noch okay, wir kommen so langsam an die 50 hin. Da ist es dann noch wichtiger, wenn man da von oben nach unten durchguckt. Gute Titel, noch bessere Titel und noch bessere Titel. Besserere Titel. Ja, sonst kommt ja da ein Problem rein. Weil wenn man das jetzt so anguckt, es gibt da die Möglichkeit, wenn man das in Markdown schreibt, gibt es den ADR-Viewer, den gibt es auf GitHub, habe ich da verlinkt. Da kann man sich das Ganze anschauen, eben ja, lokal. Wenn ihr da keine guten Titel habt, dann wird es echt schwierig. Weil dann habt ihr sowas global-galaktisches wie in dem vorherigen Grund, ihr wisst nicht, was da drin steht, dann müsst ihr wieder alles aufklappen. Ihr wollt es ja irgendwie durchsuchen nach bestimmten Sachen, die euch gerade interessieren. So, finde ich jetzt aber auch nicht so schön, das mit Markdown und lokalen Viewer zu machen. Wer kennt ASCII-Doc? ASCII-Doc ist so Markdown auf Steroids. Hat den Vorteil, dass es wirklich ein Standard ist, im Gegensatz zu Markdown. Der Markdown-Standard ist relativ klein. Dann gibt es 100.000 Flavors, zum Beispiel Tabellen sind da gar nicht drin. Und Tabellen funktionieren in jedem Flavor so ein bisschen anders, sind also nicht portabel. Das gibt es bei ASCII-Doc nicht. Also es ist so standardisiert, dass es funktioniert. Tabellen kann man schön schreiben. Und so ein Killer-Feature von ASCII-Doc ist, dass man Includes machen kann. Von HTML-Dateien, von ASCII-Doc. Also man kann da modular seine Dokumente aufbauen. Wir machen das tatsächlich so. Wir legen die ADRs in einem Git-Repository ab und da liegen die halt so chronologisch drin als ASCII-Doc. Das ist ein Screenshot aus meiner Entwicklungsumgebung. Man sieht, da steht irgendwas von Use da oben. Das ist irgendwie ein Teil von irgendwas Größerem. Wir legen diese ASCII-Docs alle in einem Git-Repository, in einem Ordner ab. Ja. Kann man auch anders machen, zeige ich dann noch. Was der Vorteil ist jetzt, ich kann jetzt hier einen Static Site Generator nehmen, in dem Fall nehmen wir JPEG und generieren aus diesen Architekturentscheidungen, da ist noch ein bisschen mehr drin, also auch ACT42, das ist die ACT42, das Template, generiere ich mir eine statische Site raus. Das nennt sich Microsite, warum auch immer. Also das nennt sich Microsite und da ist jetzt bei uns die Architektur drin. Das ist jetzt unsere Microsite für unser Projekt, da ist die ganze technische Dokumentation. Also sowohl die Architektur als auch hier unter Use die ganzen ADRs. Hat den Vorteil, wenn ich einen statischen Site Generator mache, ich kriege dann einen RSS-Feed raus und kann den einbinden in
Outlook zum Beispiel oder einen RSS-Reader. Das heißt, jedes Mal, wenn eine neue ADR kommt, kriege ich automatisch eine Benachrichtigung. Oder, wenn jetzt der Kollege, kommt ja öfter mal vor, dass die Leute jetzt im Urlaub sind oder krank, mal zwei Wochen, und da wurden Architekturentscheidungen getroffen oder sind Elternzeit, das gibt es bei uns auch recht oft. Und man kommt nach 3 Monaten wieder und denkt sich, was ist denn da jetzt eigentlich passiert in meinem Projekt? Dann gehe ich einfach auf die News-Seite und gucke, was ist denn da so passiert. Kann ich chronologisch von unten nach oben lesen. Was man jetzt durch JPEG auch noch kriegt an der Stelle ist Tagging. Da oben sind die ganzen Tags. Also ich tagge im ASCII-Doc meine ADRs und wir haben ein Core-System und eine API. Ein anderes Team hat ein API-Gateway, eine Plattform unten drunter und noch ein anderes Modul, was mir jetzt gerade nicht einfällt. Und da kann es mir dann helfen, okay, wenn ich jetzt nur die API sehen will, dann nehme ich alle ADRs, die mit der API zu tun haben. Wie man sieht, die sind, im Januar war die letzte Entscheidung, das stimmt auch so, im Moment arbeiten wir nur am Core-System. Und dann kriege ich alle ADRs, die mit der API zu tun haben. Das kriege ich geschenkt. Jetzt habe ich schon gedacht, ASCII-Doc hat Vorteile von Includes. Ja? Wenn man 3 Komponenten hat, wir machen das alles in einem ASCII-Doc Repository. Die haben das eben so gemacht, okay, wir legen die ADRs dahin, wo der Code ist, zum jeweiligen Modul, weil da würde ich sie theoretisch auch suchen. Jetzt kann ich jetzt, wenn ich ASCII-Doc und Gradle und JPEG nehme, kann ich sagen, ich ziehe mir diese ASCII-Doc-Module rein in mein oberes Repository beim Baum und rendere das auch in die Microsite rein. Habe ich wieder alles auf einer Microsite, aber ich habe die Dokumentation da unten in den Modulen. Das ist eine ziemlich coole Technik. Und wir haben den Erfinder von der Doc-Toolchain seit letztem Jahr bei uns an Bord. Jetzt kann ich aus dem ASCII-Doc mit der Doc-Toolchain kann ich auch alles Mögliche rendern. Word, PDF, HTML. Durch die Includes kann ich sogar sagen, baue mir mal was Kundenspezifisches, wo die technischen Sachen nicht drin sind. Oder baue mir mal was für Tester oder baue mir was für Architekten oder Entwickler. Das kann ich alles mit den Includes regeln. Das ist eine ziemlich coole Sache. Also ich weiß gar nicht, wie man das im Confluence gemacht hätte. Da kann man zwar ein Word draus generieren, aber irgendwie ist das so ein Krampf. Ich bin da nicht so ein Fan davon. Noch ein Vorteil, was man daraus kriegt, wenn man die ADRs im Git als Markdown oder ASCII-Doc behandelt. Wir behandeln unsere ADRs wie Code. Das heißt, der Master ist gesperrt. Wenn eine neue ADR kommt, wird ein Branch aufgemacht und die ADR reingeschrieben. Und das ist ein bisschen schwierig abzubilden. Wir machen das über GitLab, wie man da oben sieht, dass dann alle drüber geguckt haben. Aber wir haben im Team eine Regel festgelegt, das Ding wird erst gemerged, wenn alle drüber geguckt haben. Und es darf auch nur ein anderer mergen, wie der den ADR gestellt hat. Dadurch kriegen wir eben das Problem von Entscheidungen, die getroffen wurden, aber von einzelnen Teammitgliedern nicht mitgetragen werden, kriegen wir so ein bisschen in den Griff. Weil das kennt man bestimmt auch. Irgendwo im Team wurde eine Entscheidung getroffen, das ist mir erst letzte Woche passiert. Damit war ich überhaupt nicht einverstanden, das wurde mir auch nicht wirklich erklärt. Und man ist dann so versucht, so unterbewusst diese Entscheidung zu boykottieren. Oder sogar dagegen zu arbeiten. Das ist so ein ganz normaler Vorgang, den man eben hat, wenn man eine Entscheidung nicht passt. Hatte ich auch beim Kollegen schon, da haben wir uns dann auch richtig gestritten, weil er war mit der Vorgehensweise für was anderes überhaupt nicht einverstanden. Das passiert, wenn ihr die Entscheidungen nicht vergemeinschaftet. Das ist ganz wichtig. Ich hätte Mike gemeint, ich soll irgendwas noch erzählen, was uns das bringt im Konzern. Also ist ja schön, dass wir das machen, wir als Team. Wir dokumentieren unsere Architekturentscheidungen, vergemeinschaften die, haben Erkenntnisse gesammelt, können die durchsuchen. Ist eine coole Sache. Wir haben die auch in der Microsite gespeichert, also die ist theoretisch auffindbar, so wie bei Confluence auch, in der internen Suchmaschine. Und jetzt gehen wir mal davon aus, machen wir mal eine kleine Beispielrechnung. Ich nehme wieder die Secrets in OpenShift her, weil es gab ein Team bei uns, das habe ich immer so mitgekriegt, weil wir denen relativ eng zusammenarbeiten und die haben sich damit beschäftigt, wie lege ich denn jetzt Secrets in OpenShift so ab, dass die A compliant sind, B sicher sind und dass man das irgendwie auch sinnvoll umsetzen kann, also effizient. Und die haben da, also das kam alle, hat irgendwie 3 Monate gedauert, bis es dann hieß, okay, wir haben eine Architekturentscheidung getroffen. Und jetzt nehmen wir mal an, das hat die irgendwie 5 PT gekostet. Zum einfachen Rechnen kostet es 1000 Euro pro PT, das heißt, diese eine Architekturentscheidung hat 5000 Euro gekostet. Und bei der Systel reden wir eben nicht von einem Team, sondern wir reden so von 300 Teams, die potenziell diese Entscheidung treffen müssen.
Wenn's, und lass es mal bloß 50 sein. Ja? Das heißt, man muss 50 Mal im schlimmsten Fall, weil die anderen Teams wissen ja nichts davon, dass diese Entscheidung getroffen wurde und warum die so getroffen wurde, 50 Mal diese 5.000 Euro investieren. Nur für diese eine Entscheidung. Und wenn man das jetzt mal guckt, welche Geschwindigkeit wir entwickeln, da sind wir schnell bei Millionen von Euro, die da verschwendet werden, weil eben im Konzern, in das System, Architekturentscheidungen nicht transparent gemacht werden. Ja, das heißt, das Team braucht es vielleicht auch und das auch. Und vielleicht braucht es auch im Konzern, ist das ganz wichtig zu wissen. Es gibt einen Weg, wie man das sinnvoll abbildet und man muss sich eben nicht dran halten. Man muss sich eben dran halten und dann ist das alles compliant und sicher. Coole Sache. Das kann man mit Confluence machen, aber wenn man das unser Microsite-Template nimmt, dann gibt es da oben einen Search, einen kleinen Search. Und das ist angebunden an unsere interne Suchmaschine, die wir da haben. Und ich muss da nur irgendwo eine Sitemap eintragen. Das ist eine relativ einfache Sache in unserem Search Engine Bot. Und dann tauchen die in der internen Suchmaschine auf. Und wenn ich dann vor der Entscheidung stehe, ich muss irgendwas tun, zum Beispiel diese Secrets in OpenShift ablegen, dann gebe ich in unsere interne Suchmaschine ADR OpenShift Secret ein. Und im besten Fall finde ich dann schon 5 Architekturentscheidungen, die andere Teams getroffen haben. Ich kann mir dann angucken, was haben die gemacht. Und vielleicht ist genau die Architekturentscheidung, die auf meinen Kontext passt, dabei und ich nehme die einfach. Ich spare mir die ganze Zeit, es zu implementieren. Also das ist ein riesen Benefit. Geht vielleicht bei kleinen Unternehmen nicht so gut, aber bei uns ist das ein riesen Aufwand, der betrieben wird. Also es wird oft und gerne alles 5-mal entwickelt. Mensch, mein Nebenredner ist auch ganz schön laut. So. Wie viele Minuten haben wir noch? Ich glaube, es sind schon 3-4 Minuten. Dann passt es. Also zur Zusammenfassung. Wichtig bei Architekturdokumentation ist für uns, die ADRs als Log aufzuschreiben. Dadurch kriegt man Nachvollziehbarkeit, warum die Architektur ist. Das ist ganz oft nicht gegeben. Wir haben damit super Erfahrungen jetzt gemacht in unserem Team, um nachzuvollziehen, warum da komische Sachen dran sind in unserer Architektur. Schwierig wird es dann erst, wenn man mehr als 50 Architekturentscheidungen hat. 50 ADRs, dann wird es kompliziert. Also, wie verwalte ich die dann? Und da haben wir halt eben den Doxis-Code-Ansatz verwendet. Da kriege ich automatisiertes Log, kriege ich zusammengebaut, gehe auf eine Seite, kriege ich durch Tagging eine Durchsuchbarkeit auf unterschiedliche Sachen, ja, auf verschiedene Module und so weiter. Und ich kriege die sogar noch, die Transparenz von den Architekturentscheidungen, kriege ich vergemeinschaftet. Im ganzen Unternehmen. Das heißt, das ganze Unternehmen profitiert da am Ende davon, wenn ich das so mache. So, habe ich gar keine 6 Minuten. Wie hat das letzte Mal der ICE-Lokführer gemeint in Würzburg? Ja, wir sind ausnahmsweise 8 Minuten zu früh angekommen. Ja. So geht es mir jetzt auch. Vielen Dank. Fragen? Das sind aber viel zu viele. Wer war erst da? Ich glaube, da hinten. So eine Meta-Architekturentscheidung. Zum Glück muss man die nicht treffen. Also es ist keine Vorschrift, die ADRs zu verwenden. Noch nicht. Ja, dann sagen wir eben, wir haben intern das ARC42-Template angepasst für uns. Also das ist enthalten und dann können wir sagen, okay, wir machen das nach Vorschrift. Also wir haben eine Proxy, wo alle Prozesse drin stehen und da steht eben drin, nach diesem Template die Architektur dokumentieren. Und dann können wir sagen, ja, das steht ja da drin, das müssen wir machen. Jetzt habe ich die erste Frage schon wieder vergessen. Ja, zu klein. Das,
Das ist eben, es ist kein Silver Bullet, dieses Architecture Decision Record, das muss man im Team entscheiden, was aufschreiben will. Also ich habe auch schon Kollegen getroffen, die schreiben alles auf, also auch Code-Sachen. Fand ich jetzt für uns nicht sinnvoll. Ja, wir merken halt, okay, da müssen wir jetzt länger drüber diskutieren, dann ist das so ein Indikator dafür, okay, das ist jetzt irgendwie wichtig, wir sollten das aufschreiben. Und das zweite war? Wenn die Entscheidung sehr groß ist und alle, die mit dem Boot holen werden müssen, dann ist es ja auch so als Politik oder so. Oder den, ja, ja, man kann es aber auch kleiner schreiben. Also ich würde es dann in kleinere Architekturentscheidungen. Architektur komplett umbaut, dann besteht die auch aus vielen kleineren Architekturentscheidungen. Ich kann dein Argument nicht ganz nachvollziehen, wenn es darum geht, dass diese Architekturentscheidungen dann im Unternehmenskontext verwendet werden, weil es für mich jetzt, zumindest in der Vortragsweise, eher so aussah, als ob das ein Tool für dein Team ist, um die Entscheidung entsprechend eures Kontextes. Das heißt, wie nützlich ist es denn dann wirklich, wenn ich versuche, dieses Team versucht, sich in eure Lage zu versetzen und eine jegliche Entscheidung zu treffen? Das Problem ist, wir haben noch nicht so viele Teams, die die Transparenz gemacht haben, aber es ist so wichtig, dass wir von der Geschäftsführung in der Architektur-Gilde, die ist von der Geschäftsführung beauftragt, eben Governance zu machen an der Stelle. Und die hat es auf die Agenda ganz, ganz oben drauf gesetzt, Transparenz von Architekturentscheidungen. Also es scheint da von ganz oben den Willen zu geben, okay, wir wollen das transparent machen. Weil es, ich kann ein Beispiel bringen mit Pipelines. Es ist ganz cool, Pipelines zu bauen. Aber es wäre viel cooler, wenn man die 80-20-Regel anwendet und sagt, wir haben eine zentrale Pipeline, die man sich jetzt mit dem GitLab CI einfach inkludieren kann. Und so geht es bei Architekturentscheidungen eben auch. Also es kann gut sein, dass ich jetzt eine ADR finde, die genau auf meinen Kontext passen könnte, aber die haben einen ganz anderen Kontext. Aber dann weiß ich wenigstens, okay, das funktioniert bei denen so nicht. Es geht um Wissensverteilung. Ob das immer funktioniert, werden wir dann sehen. Soweit sind wir leider noch. Ich habe eine Frage im Kopf gerade umgedreht. Wie geht ihr mit Kollegen um, die bei dem Entscheidungsprozess eher dagegen sind, danach anfangen dagegen zu arbeiten und sich irgendwann rausstellen, verdammt, die haben ja sogar recht. Also wann kommt die an und sagt, ich würde jetzt gerne diesen ADR nochmal diskutieren noch im halben Jahr? Ja, das sollte im besten Fall nicht passieren. Es wird passieren, also da müssen wir als Team auch noch lernen. Also ich hoffe, dass meine Kollegen, ich bin jemand, ich schreibe mir gleich, wenn mir was nicht passt, dass sie dann im Review sagen, bevor wir das dann wirklich in den Master merchen, das ist halt dieses Quality Gate, was wir haben, dass die da sagen, also ich bin damit nicht einverstanden. Weil, wie gesagt, wir haben es jetzt zweimal, man boykottiert das oder arbeitet dagegen. Aber es kann auch sein, wie ich sage, wir haben die Entscheidung getroffen, im halben Jahr stellt sich als völliger Quark raus, dann nehme ich die halt zurück und treffe nochmal. Ein halbes Jahr einfach, ne? Bis man einmal doch wieder die Ohren aufmacht. Es kann auch sein, dass der Kollege dann so gefrustet ist, dass er weg ist. Also. Das fehlt dann nach, dieser großen Rubrik, geht dann einfach ein anderes Team und sagt, ah, einen bin ich hier, oder? Ja, ich hoffe, dass wir das besser hinkriegen. Also ich habe so eine Frage, die schließt ein bisschen an. Das ist für mich ganz natürlich, man lernt immer dazu. Irgendwie ändert sich die Welt. Aber editiert ihr jetzt ein bestehendes ADR oder macht ihr neues auf? Versioniert ihr das? Wie geht ihr das praktikabel an? Wenn dann neues aufmachen. Also es geht um die Nachvollziehbarkeit. Und dann halt in dem alten den Status ändern auf, ersetzt oder widerrufen. Immer den neuen aufmachen. Das, was du uns erzählst, ist ja eigentlich nichts Besonderes, eine Entscheidung zu dokumentieren. Ich komme aus einem gemeindlichen Umfeld, aus Bayern, wo sehr viele kleine Gemeinden da sind, wo vielleicht 100, 150 Mitarbeiter da sind. Und meine Erfahrung ist, dass halt gar nichts dokumentiert wird. Und das ist schon mal der erste Schritt, um sich überhaupt festzulegen, wir dokumentieren Entscheidungen. So einfach diese Entscheidungen auch sind, machen wir was mit Papier oder machen wir es mit Computer oder was auch immer. Das, was du hier anbietest, ist ja quasi, wir haben eine Art, ich sage mal, Buchhaltung, da haben wir uns entschieden, wir tun unsere Ausgaben dann einfach aus dem Sack rausnehmen und dann geben wir Geld aus, bis nichts mehr drin ist, sondern wir haben irgendwie Kontrolle drüber. Und du hast jetzt erzählt, immer wieder von ADR-Templates, ist das dann der Kontenrahmen, den man sich dann aussucht? Ich nehme entweder den Dativ-Kontenrahmen oder den Großhandelskontenrahmen oder was auch immer.
Also quasi dieses Flavor, was für eine Art von ADR-Template benutzen wir denn überhaupt? Gibt es Leute, mit denen man sich unterhalten kann oder Projekte, die so etwas dokumentieren, wie so verschiedene ADR-Templates aussehen können? Ein bisschen klein, aber es ist drauf. Es gibt eine Sammlung von Joel Parker Henderson. Da sind verschiedene ADR-Templates dabei. Da gibt es auch welche, zum Beispiel für Business-Entscheidungen dokumentiert. Das sind dann aber dann schon länglichere. Also so grundsätzlich ist so, wir dokumentieren als Entwickler eher nicht gerne und da fahre ich eher in diesen leichtgewichtigen Ansatz, wo ich sage, ich nehme ein Template, wo bloß 5 Sachen drinstehen und dann wird es wenigstens gemacht. Erweitern kann ich das nachher immer noch. Also so ein 2-Seiten-Template auszufüllen, wäre jetzt für mich irgendwie nicht so cool, persönlich, aber ich bin an der Business-Geschichte da jetzt beteiligt. Ich glaube, wenn wir noch weitere Fragen haben, zwischen. Ich bin noch da, mal, aber das ist hoffentlich bei nicht verwechselt hier. Ich habe das falsche T-Shirt. Also, genau, also da steht DB drauf. Dann danke nochmal.